Okay, kein Problem. Das ist der beste Anfang für die Show. Ja, willkommen zu diesem Abschlussevent vom Chaos Communication Camp 2015. Ich freue mich so, dass ihr alle hier seid. Das ist so toll, ein letztes Mal auf dieser Bühne zu stehen vor euch allen und mit euch die Erinnerung der letzten Tage durchzugehen, die sich anfühlen wie die Ewigkeit und auch wieder nicht. Es war ein tolles Abenteuer, tolle Arbeit habt ihr alle geleistet, tolle Partys wurden gefeiert, tolle Hacks wurden gehackt, aber vor allem muss ich sagen, dass sich alle toll verhalten haben. Ich kann gar nicht sagen, kann nicht ausdrücken, wie glücklich ich darüber bin, wie alle miteinander umgegangen sind. So viele haben mir gesagt, dass sie eine tolle Zeit hatten und dass sich alle so respektiert gefühlt haben und alle sich gegenseitig unterstützt haben. Manche haben sogar gesagt, dass sie sich noch nie so sicher gefühlt haben. Und das ist etwas, worauf wir als Gesellschaft wirklich stolz sein können. Also danke, dass ihr alle so vorzüglich zueinander seid. Es ist wirklich toll, diese müden, lächelnden Gesichter zu sehen. Müde, aber immer noch lächelnd. Und diese Geschichten, ich habe eine ganze Menge Kollegen, die zum ersten Mal hier waren und die haben genau dieselben Sachen gesagt, dass sie wirklich beeindruckt waren, wie freundlich und hilfsbereit alle sind. Und einer unserer Freunde vom Chaos Computer Club Berlin hat das Ganze so ausgedrückt, während er einen Podcast gemacht mit einem Zitat, das ich für euch auf Englisch übersetzt habe. Wenn ihr euer Notebook vor eurem Zelt vergesst, dann ist es am nächsten Tag nicht weg, sondern jemand hat einen Stromanschluss angeschlossen, damit es nicht ausgeschaltet wird. Und das trifft wirklich auf eine ganze Menge Aspekte dieses Camps zu. Es gibt noch eine andere schöne Geschichte, wo jemand wohl eine weite Kiste ohne Etikett gefunden hat, nur mit einem Kabel, das rauskam. Er hat es genommen, hat es auseinandergenommen, hat die Firmware von dem Gerät runtergeladen und indem er den Code rausgelesen hat, hat er herausgefunden, dass es vom CCC Berlin kam. Das ist wirklich toll. Und wo wir gerade von Fundsachen reden, vergesst nicht, dass es ein Fundbüro gibt. Ich schaut ins Wiki. Eine ganze Menge Leute haben Sachen verloren oder gefunden und darunter einen Eierkocher. Also falls ihr euren Eierkocher verloren habt, wer bringt überhaupt einen Eierkocher zum Camp? Naja, wenn du ihn vergisst, dann hat ihn jemand gefunden und wenn du noch einen findest, der irgendwo verlassen rumsteht, dann bring es zum Infodesk, damit die Leute es ins Wiki schreiben können. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge Portemonnaies, Sonnenbrillen und auch Smartphones. Ja, schaut euch das an. Und natürlich müssen wir auch über das Event vom Camp reden, das uns alle in unseren Schuhen rausgeschüttet hat. Wir sind durch den Regen gerannt. Thunderbolt and Lightning. Very, very... naja. Nicht gut. Okay. Naja, um ehrlich zu sein, ich habe in den Bars gestanden und es hat geregnet und es war ein bisschen komisch, insbesondere als diese ganzen Blitze runtergegangen sind. Dann sind die Engel gekommen und wollten uns evakuieren. Alle haben gesagt, aber ich halte mein Bier und man muss da rausgehen. Und wirklich schade für die ganzen Engel, die diese ganzen Leute wie mich kämpfen mussten. Am Endeffekt, 5 Minuten vor der Regen aufgehört hat, haben wir gesagt, hey, macht uns nicht... lauft und wir sind gerannt und es hat aufgehört zu regnen. Aber eine Person, habt ihr das Bild schon gesehen, eine Person ist nicht wirklich dem Evakuierungsprozedere gefolgt. Ja, also die gesamten Blitze haben auch etwas Schönes dabei und ich habe in einem Zelt gestanden mit vielen anderen Leuten und dann waren wir mit 6 Nerds und einem Physizist und einem VW und ich hatte die ganze Idee, dieser ganze Blitz war ein voller Physiker auf diesem Feld. Viele Leute haben gesagt, hey, dieses Feld, wir hatten einen Physist und wir hatten eine Überredung darüber, wie es mit zu Blitzern kommt. Oder wie man von Blitzen stirbt oder wie man im Auto von Blitzen sicher ist. Und das ist wirklich, was passiert ist auf diesem Camp. Das waren die großartigen Sachen. Aber es gab viele andere tolle Sachen auf diesem ganzen, man kann es schon Festival nennen. Und es war quasi unsere kleine Zusammenhang, diese ganzen What the heck Momente, diese ganzen kleinen Ideen, kleinen Erinnerungen. Und es gibt viele, viele mehr, aber das ist nur eine kleine Gruppe davon. Eine meiner Lieblingssachen war, als ich in diesem kleinen Birkenwald stand, und da war dieser Disco-Ball und wir haben diese Bilder, Licht angeschaut. Auf einmal kam dieses komische Geräusch und wir haben geschaut, wo es herkommt, und wenn Sie es nicht gesehen haben, da ist eine kleine Tesla-Spule. Die Mario spielt. Das war wirklich toll. Und ich habe diese Sachen gesehen und ich konnte zu dem Vortrag nicht gehen. Es gab also nur YouTube-Videos. Also habe ich gesagt, der bringt keine Testerspulen mit oder wer auch immer. Aber ja, da war sie da. War richtig toll. Das ist mein Lieblingsmoment. Wer hat dieses Bild gesehen? Also, ich finde dieses Bild, da waren 30 Nerds und die haben so gelacht. Ich sah diese Stromkabel und es war ein Flutlicht daneben. Es ist Flutlicht und das Stromkabel war in so einem See, kleinen See. Und da kam Dampf raus und jeder stand daneben. Passt auf, passt auf. Wir wissen nicht, was passiert ist. Später habe ich herausgefunden, dass das Flutlicht von einer Batterie gesteuert wurde und nach 5 Minuten kam ein Typ und hat das Trockeneis in dem See, in der Pfütze nachgefüllt. Also das war großartig. Es gibt einige Installationen, ja viele eigentlich, die das Wort Fnord repräsentieren, aber dies ist wirklich das Beste, wirklich schön. Noch ein Höhepunkt, ich habe es erwähnt in der Eröffnungsereignis, einfach durch das Durchlesen der Sessions, es ging hier um dieses Modell Raketenbauen für Kinder und es tut mir wirklich sehr leid im Publikum. Ich habe einen Tweet gelesen, dass etwa 100 Kinder dort waren und wollten diese Raketen bauen und es gab nicht genug Material. Aber am Ende haben sie es geschafft und es war etwa 11 Uhr morgens und ich ging zu einem Feld außerhalb vom Camp und schaute mir die Familie mit ihren Kindern an, ganze Familie. Die Kinder waren unheimlich aufgeregt. Wir haben diese Raketen gebaut und ja, und wenn ihr das nicht gesehen habt, hier ist eine Rakete, ein Raketenstart für euch. Und dann die Kinder lächelten alle und der flüssige Traum. Also ich würde lieber dies sehen, lieber das als all diese ganzen E-Bikes in der Stadt. Also das ist wirklich wunderbar. Oh, ja, hey, das Camp, im Camp geht es nicht nur um Auto, Motor und Sport, es geht auch um Liebe. Es gab insgesamt einen Heiratseintrag, der auch erfolgreich war. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes, wir wollen hier nur mal kurz hier, also das ist so fantastisch, ich saß irgendwann auf dem Strand und irgendjemand auf einmal rief aus einem Boot zum Strand, alle Ruhe bitte, wir machen hier Lightning Talks und wenn ihr das hier nicht lesen könnt, dieses Schild sagt, du hast 5 Minuten, Zeit, und wenn du die Zeit überschreitest oder das Publikum dich langweilt, dann kann die Leute, die drumherum im Boot schwimmen, euch umwerfen. Ich habe niemals mitbekommen, dass jemand umgeworfen worden ist, aber ich habe mir gedacht, ja, das ist genau die richtige Einstellung, über die ich rede. Es ist viel zu warm, wir wollen Lightning Talks, warum gehen wir nicht in den See? Also wunderbar. Und wir haben noch einen Höhepunkt hier vom CERT. Im Wesentlichen dieser Herr mit dem verpixelten Gesicht mit der Weinflasche hat sein iPhone im Hafengebiet vergessen, und das CERT-Team hilft nicht nur Leuten, die ihre Füße verletzt haben oder was auch immer verletzt worden sind, ist viel verletzt worden. Sie haben auch ein sehr gutes Scuba-Tauchteam, das metertief getaucht ist, das iPhone geholt hat und Fiona sagt, es wurde auseinandergenommen, getrocknet, wieder zusammengesetzt und es funktioniert. Ja, ich habe die Ehre, um jetzt den gesamten Organisationskram durchzugehen. Ihr habt vielleicht gemerkt, wir haben angefangen, die Campsite abzubauen, den Campingplatz. Wir brauchen jede helfende Hand. Wenn ihr also länger bleiben wollt, bitte hilft uns, geht zum Himmel. Besonders jetzt die wichtigsten Dinge im Moment sind, die Stühle und Tische rauszutragen, bitte ein bisschen sauber machen. Tut sie zurück in das nächste Workshop-Zelt. Wenn ihr keine Tische oder Stühle ausgeborgt habt, bitte hilft aus bei den Workshop-Zelten. Morgen wird es am besten sein, wenn ihr das Zelt in die Nähe der Crew- und Engel-Gegend bewegt, denn all die Leute, die uns Internet und Energie und Wasser gebracht haben, müssen das alles zurücktragen. Also bitte... Sie nehmen das alles weg, außer im Bereich der Crew und Angel. Also das einfachste Weg, um anzufangen mit dem Helfen, ist, wenn wir mit all dem fertig sind, nehmt ihr den Stuhl, auf dem ihr sitzt, und nehmt ihn heraus. Dort gibt es hoffentlich Engel, die helfen euch, den Stühle auf Paletten zu tun, denn dieses Zelt muss ziemlich schnell sauber gemacht werden. Das wird also die erste Aufgabe, an der alle beitragen können. Wir werden euch sehr dankbar sein dafür. Oh, nein, oh, Korrektur. Es gibt da Verminder zwischen den Stühlen. Okay, also wir kriegen das irgendwie raus. Wartet vielleicht einige Minuten und dann, diese Stühle sind verbunden. Wenn ihr also einen nehmt, dann müsst ihr alle nehmen. Das ist vielleicht nicht so gut. Also, konzentrieren wir uns auf wichtigere Dinge. Die Afterparty. Ja, die Verbindung geht ganz einfach auseinander. Wir werden das finden. Also, Sie müssen da bleiben. Sie müssen wirklich da bleiben. Vielleicht. Also die Afterparty. Es wird eine riesen Afterparty geben heute an der Market Square. Wir wollen euch alle dort sehen. Also danke. Und wenn ihr wart schon vor ein länger, also das ist immer noch eine Chance, um richtigen Spaß zu haben über diese Zelebration von diesem Festival. Und also es wird alle Erwartungen erfüllen. Jetzt seid ihr alle trainiert und das ist ein Teil von diesen Common Events. Ihr wisst, was kommt und ihr habt schon gut geübt, aber wir probieren es ein bisschen anders, weil die letzten Jahren, als wir uns bei jedem bedanken wollten, der mitgeholfen hat, wir haben fast immer jemanden vergossen und die waren in der Ecke am Sitzen und waren ein bisschen traurig. Es gab auch so viele Leute, die geholfen haben, von dem wir wussten nicht mal, dass sie existieren, aber sie haben ein super wichtiges Aufgabe erledigen. Und deswegen haben wir uns gedacht, das wäre eine super Idee, dass wir machen einen epischen Applaus, wirklich riesig, tanzend, und jedes Club ist etwas, was ihr gesehen habt, das ihr erfahren habt, etwas, das ihr euch bedanken wollt. Sagt ja! Ja! 2, 1, go! Encore! Standing ovation. Ja, zweite Welle. Lauter. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Ich hätte nicht nach was Besserem fragen können, wirklich. Aber das wird ewig so weitergehen. Meine Hände tun weh. Und ein bisschen Laola-Welle. Vielen, vielen Dank. Encore! Nee, warte. Wer ist dieser nette Herr? Wer bist du? Und wie können wir dir helfen? Ich glaube, ich wurde gehackt. Du bist der Typ, der von Leuten gehackt wurde? Wie? Naja, ganz viele schlaue Leute haben einfach die Atmosphäre hergestellt. Ja. Also. Alles klar. Stell dir einfach vor, dass ganz viele Leute zusammenkommen und diese Atmosphäre schaffen. Das ist echt großartig. The people who come here and making this atmosphere is incredible. Da sind Leute hier, die die Welt verändern, und das merkt ihr, weil ihr das macht. Und ihr macht das alle. All of you are doing this, and you changed me. Ihr seid so... Weiß ich nicht. Mir fehlen die Worte. Ich hatte auch keine Worte für... Überraschungsgast. Noch was, was du uns mitteilen willst, oder? Ja, wenn du mich heiraten willst, alles klar. Vielleicht später. Nein, ich scherze. Ist sonst noch was? Wir haben keine Ahnung, was hier los ist. Es ist ein Überraschungsgast. Habt ihr das Mädchen namens Kata hier? Kata? Nein, ist sie nicht. Alles klar. Na los. Okay. Also Kata, wenn du das siehst und mich anhörst jetzt, dann ruf mich an oder lass mich wissen, irgendwie. Vielen Dank. Bye. Und wir haben Äpfel bekommen. Ja, Äpfel. Was? Sonst noch Heiratsanträge? Also dieser Applaus war eh viel mehr, als wir eh gedacht hätten. Es war wirklich großartig, und das ist nur eine kleine Zugabe. Wir freuen uns so drauf, euch alle beim Kongress zu sehen. Vielen Dank, dass ihr hier mitgemacht habt bei diesem Event und diesem kleinen Wunder, das wir hier erschaffen haben. Vielen Dank. Ja. Das ist noch eine letzte Folie. Ich hoffe, das Video stottert diesmal nicht. Das war eigentlich ziemlich großartig im Kongress. scheiße auf dem Camp, dass wir da schon großartige Bilder und Videos hatten. Und das Video, was ich heute gefunden habe, das war einfach das beste Endvideo für dieses Event. Und wartet noch ein bisschen, dass ihr alles auseinander nimmt und genießt erstmal eure Erinnerungen. Wiedersehen, tschüss.